Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Heute mit einem ganz besonderen Video, denn ich spiele gegen Beth Harmon. Beth Harmon ist der fiktive Charakter aus der unglaublich erfolgreichen Netflix-Serie Das Damengambit. Auf diesem Kanal habe ich schon zwei Videos gemacht zu dieser Serie. Und ihr werdet euch jetzt fragen, wie kann man denn gegen Beth Harmon spielen, ein fiktiver Charakter? Ganz einfach, man geht auf die Webseite chess.com. Das ist ja eine der größten Schachseiten der Welt. Und hier haben die Macher der Seite das so programmiert oder eingestellt, dass man gegen fiktive Charaktere spielen kann. Und hier hat Beth Harmon eine eigene Reihe bekommen. Ich werde im heutigen Video erstmal gegen die junge Beth spielen. 8, 9, 10, vielleicht auch gegen die 15-Jährige. Mal gucken, ob die Zeit reicht. Da ist sie natürlich noch nicht so stark und ich sollte eigentlich gewinnen gegen sie. Ne? Bin mal gespannt, ob das auch problemlos klappt. Hier Beth, 8 Jahre alt, 800 gerated, ist natürlich wenig. Beth has just started playing chess und so weiter und so fort. Und ich mache mal auf Choose, wähle sie aus. Dann auf Custom, damit ich die Zeit einstellen kann. Und jetzt wähle ich hier eine Blitzpartie, das reicht. 3 plus 2. Blitzpartie gegen die 8-jährige Beth Harmon. Machen wir hier mal Farbverteilung zufällig. Mal gucken, ob ich weiß bekomme. Ich bekomme weiß. Fangen wir an. Das ist jetzt eine Blitzpartie, ne? Da oben steht die Zeit. Französisch. Mal gucken, ob sie das kennt. Nee, Dame H4 ist natürlich schon ein komischer Zug. Bringt die Dame zu früh ins Spiel. Verstößt gegen die goldenen Regeln. Greift hier allerdings den Bauern auf E4 an. Den decken wir jetzt mal mit Läufer D3. Und ich bereite Springer. Gibt einen Schach. Dieses Schach ist nicht gut, weil ich es mit C3 abblocken kann. Der Läufer muss weg. Jetzt kommt Springer F3 mit Tempo, greift die Dame an. Die Dame muss zurück und ich gewinne schon einen Läufer hier mit E5. Der Läufer hängt. Ja, da sage ich danke. Ich muss den noch nicht mal nehmen. Ich rochiere erstmal. Der Läufer kann sich sowieso nicht retten. Jetzt nehme ich ihn erst. Und Beth geht zurück mit der Dame. Also ich glaube, Also ich habe nicht gesehen, dass Beth in der Serie so schlecht gespielt hat. Dame, das sind alles random Züge. Klar, auf 800 Rating eingestellt, ist natürlich nicht besonders gut. Und da wird eine Figur stehen gelassen. Ja, das wird ein jähes und schnelles Ende finden. Aber spielt sehr, sehr schnell, ne? Ihr merkt das schon. Das ist typisch irgend so ein Computer. Programm, das einfach auf eine sehr niedrige Stufe eingestellt ist. Und ja, dementsprechend spielt das Ding auch. Das ist ähnlich wie Stockfisch 1 auf Lead Chess. Ne? Da habe ich auch eine Serie gemacht auf meinem Kanal, wo ich gegen Stockfisch spiele. Da wird alles geopfert hier. Der König steht in der Mitte. Der Turm auf A8 hat noch nicht gezogen. Die Dame steht unglaublich gut auf G8. So, lassen wir matt setzen langsam hier. Dame F3 Schach. Ist das schon matt? Turm A8 müsste bald matt sein. Und genau, da habe ich ja auf Lead Chess habe ich ja so eine Reihe gemacht. Nicht auf Lead Chess. Doch, auf Lead Chess habe ich gegen Stockfisch gespielt. Von, ist das Stufe 0 oder 1? So fängt das dann nochmal an bei Lead Chess. Schon wieder vergessen. Von 1 bis 8 und... Genauso spielt das hier auch, ne? Also das ist total Anfänger, ne? Locker gewonnen. Machen wir mal neue Partie. New Game gegen Beth. Nehmen wir aber jetzt die 10-Jährige. Die 9-Jährige jetzt, okay. 1200. Sollte schon ein bisschen schwieriger sein. Machen wir Zeit das Gleiche, ne? 3 plus 2 oder machen wir 3 plus 2, 1200. Ja, sollte passen. Ich krieg schon wieder Weiß, na gut. Ich habe wahrscheinlich nicht auf das Ding geklickt. Ne? Moderne Verteidigung. Das ist schon eine vernünftigere Öffnung. Entwickelt den Läufer. Springer C6. Soll ich D5 hier machen? Ist eine Blitzpartie. Ich sollte auf jeden Fall nicht so lange nachdenken. Einfach weiterentwickeln. Springer A5 ist nicht so gut. Den Springer an den Rand zu stellen. Ich entwickle mich weiter. Goldene Regeln. Einfach irgendwelche Entwicklungszüge. Oh, Springer A5. Die beide Springer an den Rand.
nicht so schön, was die junge Beth da macht. Vor allen Dingen, sie vernachlässigt schön ihre Entwicklung. Oh, jetzt hat sie einen Springer stehen lassen. Das ist natürlich ein taktischer Fehler. Einfach mal den Springer verloren. Machen wir mal E5, das droht G4 und dann Gewinn des Springers. Wenn ich das richtig sehe, G4 gewinnt die nächste Figur, weil der Springer kein Feld hat. Den nehmen wir. Beth nimmt noch nicht mal den Bauern wieder, dann machen wir mal A6. Okay, das ist ein bisschen besser als das, was wir gerade hatten. Aber ist immer noch natürlich ein easy win für mich. Was natürlich bei diesen Bots auffällt, ist, dass sie viel zu schnell spielen. Das ist nicht besonders realistisch, finde ich, weil Anfänger spielen zwar in der Regel schneller als stärkere Spieler, aber auch nicht so schnell, ne? Ich meine, das ist ja hier null Zeitverbrauch, ne? Also im Vergleich zu mir, ne? Während ich hier schon bei 2,40 runter bin, ist er immer noch, ist das nicht er, sondern sie noch bei 2,59. Also alles wird a tempo gespielt. A tempo heißt sofort, direkt, ohne nachzudenken. So, ich nehme einfach alles weg. Kann man Matt setzen hier? Ich sehe es noch nicht. Der König steht auf C7. Ja, Matt sehe ich jetzt nicht hier, aber ist auch nicht wichtig. Zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. So, die Dame hängt, meine liebe Beth. So, zurückgezogen. D5 sieht stark aus, greift die Mama an. Plus droht D6, hat sie gesehen. Ich sage mal, hat er, aber. Okay, Springer F7, komm, holen wir uns noch ein bisschen mehr Material. Ja, nehmen wir den Turm. Läufer muss schlagen, das stimmt. So, Dame H5, hier ist das Matt. Das ist Matt. Verhindert sie. Dame F7, droht jetzt Matt. Schach. Und das ist Matt. GG, meine liebe Beth. Neue Partie. Machen wir jetzt gegen die 10-jährige Beth, die ist schon deutlich stärker. 1600. Beth is a strong club player now, capable of taking on a room full of high school players in a simultaneous exhibition. Can you survive against this chess prodigy? Bin mal gespannt, ob ich das überlebe. Machen wir mal wieder Custom, natürlich wieder Blitzpartie, ne? 3 plus 2. 1600. Jetzt habe ich Schwarz. E4, was spielen wir immer? Skandinavisch? Kennt sie Skandinavisch? Ne, komm, machen wir Karo Kann. Warum? Ich weiß es nicht. E5. Oh. C5. Sie nimmt. Gutes Schach bisher. Dame G4. Holla. Holla, das ist eine neueste Theorie hier. Was ist denn hier los? Springer D7, das spiele ich sogar. Läufer D2. Okay, dann kann ich aber hier diesen Bauern nehmen, oder? Schach. C6. Was ist das denn? Warum macht sie das? Weiß ich nicht. Den kann ich doch einfach nehmen. Schön mit dem Bauern. Dann habe ich einen. Jetzt kann ich den Springer mit Tempo entwickeln. Weg mit dir. Alles mit Tempo, ne? Läufer D6 auch noch oder soll ich tauschen? Komm, ich tausche, dann habe ich was mehr. Ich habe ja was mehr. Mein Computer würde jetzt Läufer D6 machen. Dame H4. Aber ich habe ein Endspiel mit einem Bauern mehr. Das reicht mir. Ich entwickle mich, ich habe super Zentrum. Springer D4 greift meinen C6 an. Aber, was sehen meine Augen hier? E5, ne? Das funktioniert aber nicht, wegen Springer schlägt C6. Nimm auf F4 und dann Turm E1 und mein E7 hängt. Springer G8. Springer C3. Das ist mir kompliziert, ehrlich gesagt. Komm, machen wir Turm C8. Wahrscheinlich geht E5, aber das ist mit. Ja, jetzt geht's aber, ne? E5, Springer F5 nehmen, Turm E1, Springer G8.
Springer D6 Schach, der Turm hängt. Das gibt's doch nicht. Da gehen lauter Tricks, ey. Das ist, also irgendwann ist. Na, er hängt immer noch, ne? Jetzt aber komm. Jetzt muss er langsam mal wegziehen, das Ding. So, jetzt habe ich auch die Schnauze voll. Jetzt geht's. Ja. Jetzt ging's. Das ging vorher wahrscheinlich nicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es ist eine Blitzpartie. Ich kann das nicht alles so schnell rechnen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das Programm auch die Züge auch nicht gesehen hat. Aber es kann sein, dass es durch Zufall alles möglich war. Oder dass es durch Zufall auch alles ging. Vor allen Dingen auch hier wieder der Bot, ne? Null Zeitverbrauch. Null. Während ich hier bei 1,30 runter bin. Das ist typisch für diese Bots, dass sie einfach ohne nachzudenken Züge machen. Ja, da wird man einfach mal einen Springer geopfert. Wieso nicht? Also das Ding kann ich noch schön auf Zeit verlieren, wenn ich nicht matt setze. Wobei es 3 plus 2, ne? Also sollte ich locker nach Hause fahren. Also schon deutlich besser als zuvor. Ganz klar. Ne? Jetzt spielt er noch gut. Nee, den kann ich nehmen, oder? Ja. Komm, tauschen. Tauschen ist die beste Strategie, wenn man Material mehr hat. Jetzt habe ich zwei Figuren mehr. Das Klacken der Figuren ist ganz gut hier auf chess.com, finde ich. Also der Sound. Haben sie gut gemacht. Ich spiele eigentlich sehr selten auf chess.com. Eigentlich nie, weil ich auf LeeChess unterwegs bin immer. Und wir auch auf LeeChess unsere Turniere machen. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was ich meine, das ist natürlich der Sparta, die Sparta Arena samstags immer. Seit 34 Wochen, zum jetzigen Zeitpunkt inzwischen. Plus, also Sparta Arena mal jeden Samstag auf YouTube. Wird die kommentiert. Ist der Livestream. Ich hole mir eine Dame. Ja, das ist auch ein bisschen das Doofe bei Bots. Bots geben nie auf. Das ist natürlich ziemliche Zeitverschwendung, wenn man ehrlich ist. Gut, ich kann ja noch Patt setzen, ne? Nö. Ist kein Patt. Der König kann auch dahin und dahin. Aber ganz ehrlich, sowas könnte man sich auch sparen. Irgendwo müsste bei so Bots, müssten die programmieren, dass die auch aufgeben. Schachmatt. Gut. Komm, wie lange geht das Video jetzt? Ich guck mal. Ja, eine Partie schaffen wir noch locker. Eine Partie schaffen wir noch locker. Und zwar gegen Beth Harmon, jetzt 15 Jahre alt. Da hat sie 1880. Genau, das passt gut, weil danach mit 17 hat sie 2-4. Das ist natürlich krass, ne? Der Unterschied zwischen 15 und 17. In den 2 Jahren schafft sie den Sprung zum Titelträger. Nicht schlecht. Beth has been studying chess despite being unable to play for years. Eager to prove herself, she enters the state championship. How will you fare as her opponent? Da bin ich auch gespannt. 1880. Welche Zeit sollen wir uns geben? Vielleicht 5 plus 5 jetzt. Ja, machen wir 5 plus 5. Ich habe wieder schwarz. Springer F3 diesmal. So, 1880. Bin mal gespannt. 15 Jahre alt, die Beth. So, jetzt kommt schon vernünftigere Öffnung aufs Brett. Das ist, mal gucken, ob es Königsindisch wird. Wahrscheinlich. Ja. Mit Zugumstellung über Springer F3, C4. Das ist so eine Profi-Zugfolge. Was spiele ich hier? E5. Hauptvariante. Ja. Mal gucken, was sie spielt. Rochade. Knallharte Hauptvariante hier. Königsindisch. Machen wir. Springer D2. Das ist eine alte Variante, ey. Das ist richtig Theorie. Also ich glaube nicht, dass jemand mit 1880 so gut Theorie könnte. Okay. B4, König A8, glaube ich. Das ist eine alte Variante, die Kasparov gespielt hat immer. Mit Schwarz. Also Karpov Kasparov. In den 90ern habe ich die Variante studiert. Läufer B2 hier. Und ein Plan ist mit Schwarz jetzt hier diesen Springer umzugruppieren nach F6, glaube ich. B4 König H8, Läufer B2, ich weiß es nicht. Puh.
den umzugruppieren. Deswegen König A8. Er nimmt, Beth nimmt raus. Nimmt auch da raus. Keine Ahnung, wie gut das ist. Jetzt kann ich Springer C5 erstmal machen. Ne? Springer B3 nehmen, nehmen, Turm A5. Springer C5 erstmal. Ne? Springer B3 nehmen, nehmen, Turm A5. So, hier muss ich schon ein bisschen, hier muss ich natürlich genauer spielen. Läufer H5. Okay, der Zug ist ein bisschen random. Kann ich mir erstmal ein Tempo holen mit Springer F6, ne? Oder Dame G5. Ne, Springer F6 schon, okay. Einfach mal das Tempo holen. B6 hier, um C5 zu unterbinden und den Läufer flexibel zu machen. Wichtig ist, dieses Feld zu kontrollieren. F4, ja, logisch. Den Springer nach C5 bringen. Wenn er auf E5 nimmt, Läufer E5, ne? Ja. Machen wir das mal. Den Springer hier mit Tempo. Auch dieser Bot spielt natürlich. Dame B4 sieht aber komisch aus. Wenn ich ehrlich bin. Da steht nämlich die Dame sehr seltsam. Läufer D7. Was spielen wir hier eigentlich? 5 plus 5, ne? So, kann ich die Dame hier irgendwie angreifen? Na schon, aber bringt das was? Turm A4, Dame C3, Springer E4. Ich muss die Dame erstmal ins Spiel bringen. Ihr seht schon, während ich hier am Nachdenken bin, F51 spielt das Programm natürlich jeden Zug wieder a tempo, wie ich schon sagte. Springer ins Zentrum. Ist Läufer A4 eine Idee? Nee, nicht wirklich. Vielleicht auf F4 nehmen. Dann ist der A3 schwach und ich könnte den anderen Turm rüberbringen. Machen wir das mal. Und natürlich mit dem Turm. Läufer G7, Läufer mit zwei Dame G7, Dame, Turm. A3 wird schwach. Es geht um den A3 hier. Läufer B2, Dame B2, Dame G7 oder Dame E5. Dame E5 sieht stark aus. Das ist natürlich eine Blitzpartie, ne? Und dementsprechend auch. Ich habe nicht so viel Zeit. Ja, aber hier gewinne ich doch den A3 nach und nach, oder? Springer dahin. Das scheint Material zu gewinnen. Oh, da hängt aber einiges, oder? Der Läufer, der Turm. Okay, mein Läufer hängt auch. Springer schlägt E2, König F2. Springer C3 zurück. Das kostet einen Läufer, oder nicht? Läufer A4 ist auch eine Idee. Läufer A4. Da hängt der Turm. Und dann kann ich den Springer wegziehen. Ja, nee, nee, Quatsch. Springer C3 ist viel logischer. Springer C3. Viel, viel logischer, ja.
Jetzt hängt man Läufer. Viele Felder hat er nicht, ne? Aber so verhindere ich alle möglichen Springerzüge. Okay, den nehmen wir. Gerne. Läufer G6 ist ein schönes Feld. Ah, Turm C7. Turm I, Quatsch. Was meine ich? Machen wir jetzt mal Schach hier. Vielleicht geht er ja nach F3. Dann spiele ich Läufer H5. Läufer H5, Turm E7. Den C7 möchte ich eigentlich nicht verlieren, ehrlich gesagt. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Das geht gar nicht. Das bringt gar nichts. Oder doch? B5, oder? König F5, Turm schlägt C4. Nicht, dass ich noch matt werde hier. Auf der Grundreihe. So, das ist ja eine Fesselung hier, ne? Ja, jetzt kriege ich diesen Bauern, der ist wichtig. Na, das habe ich gut gerechnet. Aber was mich stört, ist natürlich hier so Bots, ne? Dass jeder Zug immer sofort ausgeführt wird. Bei 7 Minuten 12, das ist natürlich mega unrealistisch. Kein Mensch würde so spielen. Oder kein Mensch spielt so schnell. So, meine liebe Beth. Ich habe es geschafft, dich zu besiegen. Hab noch 2 Minuten, das werde ich schaffen. Mal gucken, ob der Bot den Springer nimmt. Ja, nimm mal. Jetzt mit Dame Matt setzen. Ich glaube, das kriege ich hin. Im Springerabstand immer die Felder wegnehmen. An den Rand führen. Das kennt ihr aus meinem Video. Matt setzen mit Dame gegen König. Dame und König gegen König. Elementares Matt setzen. So, ich sperre den König auf die Grundreihe ein. Und jetzt kommt mein König mit Primo rüber. Ich brauche keine weitere Dame. GG. So, das war Beth Harmon bis zum 15. Lebensjahr. Und das war so ein bisschen das Aufgalopp-Video. In einem anderen Video, in einem nächsten Video, werde ich gegen Beth spielen, wo sie 17 Jahre alt ist, 20 Jahre alt und 22 Jahre alt. Wahrscheinlich kriege ich ganz schön einen auf die Mütze, aber egal. Wir werden mal schauen, wie spaßig das sein wird. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Und falls euch der Content auf diesem Kanal gefällt, dann hinterlasst doch mal ein Abo. Würde mich freuen und bis bald. Vielen